Sie sind hier, 5. November 2018, 18.06 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Eduard Geier verzichtet auf seine Ehrenspielführerwürde bei Dynamo Dresden. Urheberrecht Getty Images. Eduard Geier verzichtet auf sein Amt als Ehrenspielführer bei Dynamo Dresden. Grund dafür ist ein Streit über seine Stasi-Vergangenheit. Eduard Geier, ehemaliger Spieler und Trainer von Dynamo Dresden, hat nach monatelangem Streit über seine Stasi-Vergangenheit das Amt als Ehrenspieler des Fußball-Zweitligisten freiwillig und mit sofortiger Wirkung zurückgegeben. Das gaben die Sachsen am Montag bekannt. Ich habe diese Entscheidung zum Wohle des Vereins getroffen. Vor dem die Befindlichkeiten einzelner Personen zurückzustehen haben, wird der 74-Jährige in einer Erklärung auf der Dynamo-Homepage zitiert. Diese soll er gegenüber dem amtierenden Präsidenten Holger Scholze und dem Ehrenrat der Dresdner abgegeben haben. Im Sommer hatten mehrere Vereinslegenden um den langjährigen DDR-Auswahlspieler Hans-Jürgen Kreische von der Vereinsführung gefordert, dem früheren Verteidiger das Amt abzuerkennen. Geier war unter dem Decknamen Jan mehr als 10 Jahre inoffizieller Mitarbeiter IM für die Staatssicherheit der ehemaligen DDR tätig. Geier, einer von 9 Ehrenspielführern, die SG Dynamo Dresden soll die Möglichkeit haben, sich allein auf die Lösung ihrer aktuellen Probleme und zu 100% auf das Kerngeschäft und die damit verbundenen sportlichen Herausforderungen zu konzentrieren, sagte Geier weiter. Zuletzt hatte das Übergangspräsidium der Sachsen den Dialog mit beiden Konfliktparteien gesucht, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, hieß es Ede. Geier war einer von bisher 9 Ehrenspielführern des Clubs und war von 1968 bis 1975 Spieler bei Dynamo Dresden. 1986 übernahm er Dynamo als Trainer. Bei Energie Cottbus war Geier von 1994 bis 2004 Cheftrainer. Unter seiner Leitung spielten die Lausitzer von 2000 bis 2003 in der Bundesliga. Von Sportinformationsdienst.